Okay, so, du wirst nicht lieb sein, weil was? Also, ich persönlich habe es jetzt selber probiert. Ich war ja jetzt schon dreimal in der Führungsposition und ich bin halt inzwischen ziemlich überzeugt davon, dass Demokratie auf der Arbeit einfach nicht klappt. Aus eigener Erfahrung. Und ich habe es wirklich schon probiert. Was hast du probiert? Also, ich habe dir erzählt, dass ich in einen neuen Betrieb gekommen bin, wo es am Anfang jetzt nicht wirklich Hierarchien gab. Mein Chef wird wahrscheinlich sogar den Talk hier sehen, deswegen muss ich ein bisschen. Grüße gehen Egal. raus. Ja. Auf jeden Fall war ich immer viel zu nett und ich habe halt einfach gemerkt, ich bin einfach damit nur auf die Schnauze gefallen. Die Leute, Na selbst Moment. wenn sie Oh ja, eine okay. Entschuldige. prozentuale Umsatzbeteiligung bekommen und echt nicht schlecht verdienen, arbeiten einfach nicht so mit, wie sie sollten. Und die billige Arbeit wie Putzen und so bleibt halt meist liegen, weil jeder denkt, ist ja nicht so wichtig, kann ja jemand anderes machen. Wenn es keinen gibt, der die antreibt und genau sagt, du machst jetzt das, klappt es halt einfach nicht. Ist jetzt so meine Erfahrung gewesen in drei verschiedenen Betrieben. Warum glaubst du, klappt das nicht? Weil ich selbst probiert habe. Naja, aber du hast etwas probiert, es hat nicht geklappt, aber was glaubst du, warum hat es nicht geklappt? Also was war der Grund, dass es nicht klappt? Erstmal, wenn du sagst, wenn du jeden gleichgestellt behandelst, ist das Problem, viele Leute wissen nicht damit umzugehen. Es fangen an, die Leute sich so gegenseitig anzuschwärzen, um dafür zu kämpfen, wer jetzt selber bestimmen darf. Und jeder möchte selber probieren, für sich heranzukommen. Ist mir sehr oft passiert. Und Also sie haben weiter das Konkurrenzdenken in sich, sozusagen. genau. Und Aber vorneweg, ich hätte mal. dann funktioniert ja nicht Demokratie nicht, dann funktioniert der Konkurrenzdenken in den Menschen nicht, wenn man dann aber darauf eine Demokratie aufbauen will. Ja, generell, die Menschen sind halt einfach nicht dafür gemacht. Wie soll ich es jetzt sagen? Okay, anderes Beispiel. Wenn ich jetzt als Küchenchef nicht sage, wer was macht und 50 Essen auf einmal reinkommen, sind die meisten der Küche einfach total überfordert, weil ihnen einfach das Brain fehlt, das zu managen. Die wissen nicht, wo sie anfangen sollen, wo sie hinten, was sie nacheinander machen können, können sich nicht alles merken und da braucht es jemand, der klare Ansagen macht, du machst das, du machst das, du machst das. Ja. Weil sonst verfallen die Leute in Panik und verziehen sich nach hinten in der Küche. Ist mir schon sehr oft aufgefallen und manche Leute wollten auch gar nicht mitentscheiden, die wollten sich lieber nach hinten verziehen, weil sie es nicht zugetraut haben. Ja klar, aber das hättest du ja nicht machen dürfen. Schau, demokratischer Betrieb bedeutet ja nicht, dass du sozusagen deine Verantwortung abgibst. Du kannst ja deine Verantwortung weiter behalten. Es braucht ja jemanden, gerade in einer Küche oder in einer Gastronomie, wo es sozusagen heiß hergeht. Ja, und sozusagen sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen oder Leute organisiert werden müssen. Da braucht es ja einen, sage ich jetzt mal, Anführer. Da braucht es ja jemanden, der die Verantwortung übernimmt und Organisator macht. Das ist ja nicht etwas, du kannst ja nicht den Arbeitsprozess demokratisieren. Was du demokratisieren kannst, ist, wie er miteinander umgeht und was gemacht wird. Das heißt, was du machen kannst zum Beispiel, ist, du kannst zwar Anweisungen jetzt geben und dann, wenn das Ganze fertig ist, setzt ihr euch hin und dann fragst du, okay, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was kann man besser machen, was kann man schlechter machen, wo seht ihr sozusagen Vorteile, wo seht ihr Nachteile, findet ihr, sollten wir das nächstes Mal so machen oder so machen, stimmen wir darüber ab. Das wäre Also, Demokratie. Aber du bleibst weiterhin die Person, die sagt, weil es braucht ja jemanden, der irgendwie. Du kannst ja nicht einfach hingehen und einfach sagen, okay, jetzt macht jeder, was er will. Demokratie funktioniert nicht. Aber das ist ja keine Demokratie, das ist Willkür. ja, das endet in der Shitshow. Aber Ja, das ja. Problem ist auch, wenn ich jeden abstimmen lasse und ich jetzt zum Beispiel sechs Spülhilfen habe und ich als einziger Koch da bin, zum Beispiel. Dann habe ich sechs Leute, die keine Ahnung haben und vielleicht für was abstimmen, wovon sie keine Ahnung haben, was dann am Ende kontraproduktiv ist. Verstehst du, was ich meine? Aber das musst du, dann ist es deine Aufgabe, ihnen zu erklären, worum es geht, was die Vor- und Nachteile sind, sodass sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Das wäre dann deine Aufgabe oder von irgendwem die Aufgabe, diese Kompetenz weiterzuleiten, dass sie das verstehen, was wichtig ist. Zum Beispiel, dass du ihnen Ja. sagst, wenn niemand spült, dann geht nichts weiter, wenn es muss immer jemand da sein an der Position, es muss immer jemand. Das musst du ihnen ja alles beibringen. Das heißt, du kannst nicht einfach in einen Betrieb reingehen und sagen, ich mache jetzt Demokratie. Du musst die Leute dorthin schulen. Das dauert eine Zeit lang. Das dauert sehr, sehr lange. Ja, hängt von den Menschen halt ab, wie lange es dauert. Aber Also, ja. ich habe zweimal probiert und dadurch, dass ich es probiert habe, haben Leute ihren Job verloren. Okay. Weil es am Ende nur noch Gezicke gab, die Leute wollten Machtkampf. Aha. Ich musste irgendwann die Reißleine ziehen, weil es gar nicht mehr ging, weil Aha. Leute probierten, andere anzuschwärzen und sich selber besser darzustellen, als sie sind, haben Ja. sich geweigert zu spülen und dann musste ich irgendwann sagen, das geht so nicht mehr, Leute. Dann bin ich zu den Chefs gegangen, habe denen die Situation erklärt, habe gesagt, die arbeiten nicht mit, die probieren nur die anderen auszuspülen und habe gebeten, dass die rausfliegen. Ist dann natürlich auch passiert. Das ist schade, ja. Weil, Ich verstehe, was, da zeigt sich ja auch war meistens die wahre Natur der Menschen, weil wenn die so eine ja. Möglichkeit haben, Da zeigt wenn die sich so die eine Erziehung Möglichkeit. der Menschen, nicht die wahre Natur. Es gibt auch Menschen, die anders sind. Du bist ja anders. Du hättest es gerne anders gehabt. So. Ja, aber Weißt du, es ist ja nicht die Natur. Es ist ja, inzwischen keine bin ich Ahnung. der Meinung, es braucht das Alpha-Tier, was die Betas führt. Und meiner Meinung nach ist jeder seines Glückes Schmied. Also. Naja, das würdest du bei den Leuten, ich rede immer von den 20 Putzen soll? Kinderarmut, 20% Kinderarmut in Deutschland, da würdest du ja auch nicht sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, oder? Da würdest du das ja auch nicht sagen. Also glaube ich, so wie ich dich kenne, würdest du das nicht sagen, glaube ich. Mir ist klar, dass Leute aus gewissen Umkreisen schlechtere Chancen haben durch das soziale Umfeld. Ich weiß auch, dass ich in dem Heim, wo ich aufgewachsen bin, der Einzige bin, der jetzt nicht irgendwo abgestürzt ist, eben weil ich da rausgeholt wurde. Allerdings, was mich auch wütend macht, sage ich ehrlich, allerdings liegt es auch sehr viel daran, dass die Leute sich sehr viel im Selbstmitleid schulen und sich gegenseitig so sagen, es ist alles so scheiße, anstatt was draus zu machen. Ich meine, ich bin auch von der Sonderschule, ich hatte jetzt zwei Burnouts, musste mehr als jeder andere arbeiten und habe halt gemerkt, es funktioniert schon. Du musst halt, wenn du gewisse Defizite hast, mehr tun als andere. Und die Leute haben schon so das Selbstvertrauen verloren durch dieses Thema, das weiß ich, dass sie gar nichts in der Richtung machen, aber theoretisch wäre es möglich. Schau, du sagst, du hast was aus dir gemacht und das finde ich gut, ja. Das ist wichtig, dass du dich da rausgekämpft hast und dass du was für dich geschaffen hast. Aber jetzt musst du dir denken, da hattest du irgendwie einen Vorteil. Jemand hat dir das beigebracht oder irgendwie ist dieser Gedanke in deinen Kopf gekommen, du kannst was aus dir selbst machen. Viele Leute haben das nicht. Viele Leute, die, wie du sagst, einfach so herumjammern. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Also, es gibt viele Leute, die herumjammern und sich in ihre so Selbstmitleid suhlen. Ja, die haben nichts anderes gelernt. So, bring ihnen was anderes bei, dann sind sie anders. So. Ja. Und ich denke, wenn du in einem offensichtlich nicht demokratischen Betrieb arbeitest, dann kannst du nicht einfach hingehen und einfach sagen, so, ich werde jetzt einmal Demokratie machen. Ja, kannst du schon, aber nicht so. Du kannst nicht einfach hingehen und einfach sagen, so, jetzt macht jeder, was er will. Das geht nicht. Diese Leute verstehen das nicht, das Prinzip. Diese Firma ist nicht so aufgebaut. Du bist im Endeffekt der Geschäftsführer oder Boss oder was auch immer du bist. Es gibt einen Besitzer, der über dir steht. An den kannst du dich wenden, wenn irgendwas schief geht. Leute werden gefeuert. Das heißt, das ist schon sehr undemokratisch, das Ganze. Weil ihr habt es ja nicht gemeinsam beschlossen, wer jetzt gefeuert wird, sondern das hast du selber beschlossen. Das heißt, ihr seid kein demokratischer Betrieb. Ja, also das heißt beschlossen. Ich habe zum Chef gesagt, entweder gehe ich oder diese Person geht und dann haben die sich halt entschieden, weil ich wichtiger war. Ja, klar, natürlich. Und das ist kein demokratischer Betrieb. In einem demokratischen Betrieb hätte man sich zusammengesetzt mit allen Mitarbeitern und erklärt, wo das Problem ist. Und hätte einfach da miteinander darüber geredet, was nun unternommen werden soll. Und dann hätte jeder was beigetragen. Und am Ende kann man noch immer gemeinsam abstimmen, dass diese Person geht. Aber das habt ihr nicht gemacht, sondern die Machthierarchie bleibt weiter da. Und es geht nicht, was du vorher gesagt hast, Alpha, Beta, es braucht einen Alpha, der die Betas führt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es braucht eine Kompetenzhierarchie,
In dem Sinne, es gibt dich, du kennst den Job besser als sie alle zusammen, weil du ihn einfach länger gemacht hast, du hast mehr Kompetenz und das ist auch gut. Und du solltest diesen Leuten sozusagen mit deiner Kompetenz helfen, dass sie einfach ja, was machen. Also das widerspricht ja nicht einem demokratischen Betrieb. Weißt du? Also es geht nicht um Alpha und Beta, es geht einfach darum, wie Menschen sozialisiert sind, an was sie glauben und nicht glauben, was sie für real halten und nicht real halten, auf was sie sich einlassen und nicht. Und das muss halt geschult werden. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Kannst dich einfach zu einer Ja. normalen Person, die so sozialisiert wurde, dass sie permanent auf Konkurrenz aus ist und sagt, so, ich ficke alle meine Konkurrenten, kannst du ja nicht einfach hingehen und einfach zu der sagen, jo, aber jetzt mach doch mal, was du willst, und dann schauen wir, wie Demokratie funktioniert. Naja, so nicht. Das funktioniert Ja, nicht. So, das geht so nicht. das Problem ist halt meistens, wenn man dann sagt, okay, ich mache mit, wollen auch die anderen Leute, dass er zum Beispiel als Küchenchef auch mitputze abends und so. Was sich aber rein betrieblich nicht lohnen würde, weil ich ein ziemlich hohes Grundgehalt habe und es finanziell Verlust für den Betrieb wäre, wenn ich jetzt statt vorzubereiten, was die anderen nicht können, zum Beispiel putzen würde und man erklärt trotzdem dagegen, einfach weil dies sich für sie unfair anfühlt. Das sind halt so ein paar. Warte, du unterbrichst schon wieder die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was los ist. Also Entschuldigung. für bei der de demokratischen Getrieb ist das Ding, dass da auch ziemlich viel mit Gefühlen einspielt. Zum Beispiel fühlt es sich für die Küchenhilfe meiner Erfahrung nach unfair an, dass der Küchenchef nicht mitputzt. Aber wenn ich abends putze, bei meinem Gehalt ist es ein Verlustgeschäft für den Betrieb, weil mein Gehalt zu hoch ist für solche Arbeiten und die anderen halt meine vorbereiten und so nicht nutzen könnten. Verstehst du, was ich meine? Aber da. Du unterbrichst schon wieder. Es wird schon geschrieben, Brunis Verbindung ist einfach Beta. Ja, Tja. es unterbricht die ganze Zeit, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, du musst näher am Mikro dran sitzen oder irgend so ein Scheiß. Da hat es funktioniert. Okay, jetzt besser? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sobald du dich entfernst, cuttet Discord das aus irgendeinem Scheißgrund. Ja, keine Ahnung, was los ist. Okay, Ja. also es fühlt sich teilweise für Küchenhilfen unfair an, dass ich zum Beispiel Ja. abends nicht putze. Genau, das habe ich verstanden, ja. Deswegen stimmen sie ab, dass ich putzen sollte. Also die wollten das öfters. Allerdings koste ich viel mehr Geld als diese Person und es wird sich betrieblich nicht lohnen, dass ich putze, weil dann hätte ich nicht mehr die Zeit zum Vorbereiten. Ich erkläre das den Personen, aber die wollen es trotzdem nicht. Verstehst du, was ich meine? Das war auch so eine Hauptdiskussion. Ja, habt ihr das so besprochen? Hast du das denen gesagt? Ja, ich habe zwei, dreimal gesagt. Und was haben die dann darauf gesagt? Da haben da gesagt, ja, aber ist egal, du musst trotzdem putzen. Und das war halt nach 13 Stunden Arbeit. Uff. Und dann habe ich dann einfach am nächsten Tag gesagt, ja, okay, jetzt reicht's, jetzt komme ich mit der Peitsche raus, sag denen genau, was die machen muss, war auch ein bisschen unfreundlicher und habe dann die Diktatur in der Küche wieder eingeführt. Okay, wow. Ja, das ist, ja, das so funktioniert Demokratie nicht. Das ist halt, ja, du hast halt deine Scheindemokratie aufgebaut und hast dann gesagt, es funktioniert nicht. Und okay. Ich hab's probiert, aber die Leute, denen fehlt einfach das Gehirn zu verstehen, was man macht, selbst wenn man es denen erklärt. Ja, kann passieren, ja. Achso, jetzt bist du ganz weg. Jetzt ist er ganz weg aus dem Call. Ha? So, bist du wieder da? Waffenguru. Hallo? Also, ja, ich bin wieder da. Okay, gut. Vielleicht habe ich einen Wackelkontakt. Ich habe keine Ahnung, du bist rausgeflogen. Ja, das Problem ist, man erklärt den Leuten das, aber das geht vielen auch um das Ego, weil zum Beispiel Putzen so eine niedere Arbeit ist, sagt man mal. Und man erklärt das vier, fünf Mal und irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr, diesen Scheiß zu diskutieren. Und wenn man denen was beibringen will, checken kann einen schon ziemlich triggern, wenn man was 100 Mal erklären muss. Ja. Und das Betrieb aufhält. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wo ich die Leute, ich weiß nicht, ob du da warst, ich hatte so Leute hier, die einen demokratischen Betrieb gründen. So Ja, ich habe dazu geguckt. Heimhilfe oder was die machen, ja?
Ja, ich wollte mich da sogar bewerben, aber habe es dann gelassen. Ja, diese Leute haben schon dieses Mindset. Das heißt, die sind schon darauf eingestellt. Und dort hast du auch, das habe ich ja sie extra gefragt, gibt es eine Hierarchie bei euch? Haben sie gesagt, ja klar. Es gibt die Frau, glaube ich, hat gesagt, macht die Buchhaltung, der Mann macht die Geschäftsführung. Und das wurde aber so gewählt, weil das sind halt ihre größten Kompetenzen dort. Und dann gibt es halt diese Hierarchie, sage ich jetzt mal. Aber die ist halt demokratisch begründet. Und die anderen Leute verstehen, warum das sinnvoll ist. Und das bespricht man dann. Du kannst nicht am Ende einer 13-Stunden-Schicht Leute erziehen. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht nach 13 Stunden, wo alle kaputt sind, Alter, und du kommst hin und sagst einfach, hey, schau mal. Ich habe eine Das. wichtige Aufgabe hier. Ich kann jetzt nicht einfach irgendeinen Scheiß putzen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Das da nach 13 Stunden zu diskutieren, da muss es einen eigenen Tag Ja. oder eine eigene Stunde vor der Arbeit geben, Super. oder wo man das alles bespricht, wo man das erklärt, wo man nicht getriggert ist, wenn jemand sagt, ich check das nicht, wo es genug Zeit gibt, dass, Also und das dauert trotzdem wahrscheinlich dann lang, gell? Klar. das Ding ist ja nicht, ich hatte ja die 13-Stunden-Tage. Weil ich habe mich halt immer gerichtet, ich habe alles besprochen, habe denen auch gesagt, was ich vorhab. Und die haben dann vielleicht 5, 6 Stunden gearbeitet, weil die gewusst haben, ja, der macht das eh schon. Weil Aha, ja. es gab eine prozentuale Gewinnbeteiligung für jeden. Natürlich kriege ich mehr als der Rest, aber die gab es. Und es gibt dann halt immer der Depp, der am meisten arbeitet, während die anderen auf der faulen Haut liegen. Und du musst halt auch denken, bei diesen demokratischen Betrieben, an den du denkst, sind das Leute, die alle schon mit diesem Mindset reingehen. Er Genau. denkt nur an sich selber. Und deswegen wird das aufs Große und Ganze niemals funktionieren. Das ist halt das Problem. Ja. Ja, du, wir haben zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, ich kann dir das so zum Beispiel, ich habe ja als Sozialarbeiter, ja, gearbeitet. Und wir Ja. hatten so also ziemlich alles demokratisch gemacht. So, wir hatten zwar einen Dude, der vor, also Chef ist, sage ich jetzt mal, und der trifft dann Entscheidungen. Wenn wir dann so uns nicht entscheiden können, dann sagt er irgendwie so, okay, wir machen das, das ist wichtig, das müssen wir machen. Oder manchmal gibt es keine Entscheidung, manchmal kriegen wir eine Aufgabe und dann sagen wir so, ey, wir wollen das nicht machen. Und dann sagt er, nein, das müssen wir leider machen, das geht nicht anders. Okay, gut. So ist das, ja. Und in dieser ganzen Konstellation hat das super funktioniert. Und wir hatten irgendwie einmal monatlich eine Supervision. Also 2 Stunden einfach, wo wir mit einem Psychologen da sitzen, also einem Supervisor quasi. Und dann besprechen wir alles in die Tiefe, was wir uns gedacht haben, wo wir Probleme sehen, wie wir uns fühlen. Du konntest auch so zum Beispiel sagen, ich habe das Gefühl, ihr übergeht mich bei Entscheidungen. Oder du konntest zum Beispiel sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich kann mich hier nicht entfalten. Oder, und dann bespricht man das so. Warum ist das so? Warum fühlst du dich so? Warum geht es dir so? Was kann man machen? Kann man was ändern? Wie können wir das optimieren? Ja? Und das ist wichtig. Du brauchst diese Maßnahmen, damit du sozusagen das Ding am Laufen halten kannst. Du kannst nicht einfach in einen Betrieb reingehen, der so klassisch funktioniert und einfach sagen, so, jetzt macht man Demokratie. Das kann nicht funktionieren. Also das geht nicht so. Dara hat mir auch, bevor er mich geblockt hat, vorgeworfen, dass ich das nur gemacht habe, weil ich genau wusste, das kann nicht funktionieren. Aber ich dachte da, Wusstest du aber es? Stimmt das? ich sag's mal Sei so, ehrlich, ist ja wurscht. ich Ja. bin nicht davon ausgegangen, dass es geht. Aber ich dachte halt, ja geil, da muss ich mich nicht rumschlagen, ist viel geschillter. Aber am Ende ist es als Küchenchef immer noch so, wenn deine Mitarbeiter Scheiße bauen, bist du der Gefickte. Es Klar. ist generell in Führungspositionen so, du musst es auch immer den Druck sehen. Oder wenn du ein Chef bist. Es werden hier immer so über Chefs und Selbstständige sich aufgeregt, aber letzten Endes ist es deren Existenz. Weil, wenn, ich sag's jetzt mal, wie es ist, wenn mein Monat kriege ich mehr raus als meine Chefs, weil ich sage, ich will dieses Geld, sonst arbeite ich nicht. Und da frage ich mich, wie können die mich ausbeuten, wenn ich mehr Geld als sie rausbekomme? Ja. Ja, okay, Und. aber dann gibt es ja grundsätzlich schon ein bisschen so eine Hinderung, dass das ein demokratischer Betrieb sein kann. Das, was ich gemeint habe, es ist von Anfang an so ein antidemokratischer Betrieb eigentlich. Ja, an Und das Anfang dort habe ich gesagt, auszuprobieren, funktioniert halt nicht, wie du also siehst. am Anfang, ich habe da angefangen, weil am Anfang gesagt habe, hier gibt es keine richtigen Hierarchien. An Anfang lief es auch gut, Ja. aber je länger wir es gemacht haben, umso mehr habe ich diese Bullshit einfach mitbekommen. Und ich rede jetzt nicht allgemein von dem jetzigen Betrieb, ich war ja schon in mehreren Betrieben als Küchenchef und ich hatte nie Bock, mich rumzustreiten und habe mich immer so ein bisschen zurückhaltend gehalten. Und ich
sag's ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Wenn irgendjemand nicht mitarbeiten will oder nicht auf mich hört, dann ist es mir scheißegal, dann bin ich meinetwegen das größte Arschloch. Hauptsache, der Laden funktioniert, weil ich habe keinen Bock, Verantwortung für Leute, denen ich das fünfmal erklärt habe, zu übernehmen. Weil es ist auch meine Existenz irgendwann, weil sonst fliege ich raus. Du wirst inzwischen gezwungen dazu. Und wenn wir es demokratisch jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, der ganze Betrieb ist demokratisch, müssten wir auch aufteilen. Das Problem ist, dass es meist die besseren Leute viel mehr Geld verdienen, was vielleicht auch unfair sich für andere zu fühlen scheint. Und dann frage ich mich wieder, wenn ich weniger Geld verdiene, warum soll ich dann noch da arbeiten und nicht zum anderen Betrieb gehen? Das ist halt der springende Punkt. Ja, aber das ist Da würden wir es. das Problem. Du bist ja nicht der Eigentümer. Das heißt, wenn du Eigentümer wärst, könnte man das nochmal anders regeln. Aber du bist ja nicht der Eigentümer, du arbeitest für einen Eigentümer. Das ist Ja, so, genau. und das verhindert schon mal die Demokratie grundsätzlich. Also so, das ist ja schon mal von Anfang an kein demokratischer Betrieb. Das ist ja, und dort Demokratie auszuprobieren, ist schwierig. Weil wie du richtig sagst, immer wenn es dir an den Kragen geht, allein schon, dass es dir an den Kragen geht, zeigt, dass es kein demokratischer Betrieb ist. Und der Punkt ist, wenn es dir an den Kragen geht und dann musst du Diktator werden quasi, ja, ist das Also, nicht demokratisch. mir geht es von meinen Chefs jetzt direkt nicht an den Kragen. Generell bis jetzt nie, weil ich meistens schon sage, ey, denen klar mache, dass die auf mich angewiesen sind. Und ich weiß, wie schwer es ist, einen guten Koch zu finden. Allerdings muss man auch immer als Küchenchef denken, alles, was rauskommt, kriegen die Leute mit. Und es geht da auch jetzt um meinen persönlichen Ruf. Weil wenn ich aus dem Betrieb raus will, woanders anfangen will und ich einen scheiß Ruf habe, kriege ich schlechtere Jobs und kriege weniger Geld. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil die ganzen Leute nicht Ja. untereinander kommen. Und als Chef selber ist es genau das Gleiche. Weil, wie soll ich es jetzt sagen? Wenn du, irgendjemand muss ja auch erstmal Startkapital in den Betrieb reinstecken und muss das alles aufbauen. Das macht sich ja nicht von einem Tag auf den anderen. Können alle machen, muss ja nicht einer machen. Aber das ist ja genau das, Aber. was du sagst. Das ist ja genau, was du sagst. So, wenn das irgendwie für mich schlecht läuft und ich nicht genug verdiene, haue ich einfach fucking ab. Und wenn das einfach irgendwie nicht gut läuft und ich irgendwie angepisst bin, haue ich einfach ab. Aber das ist genau das Ja. Problem. Wenn der Betrieb dir gehören würde, oder beziehungsweise euch allen, könntet ihr das nicht machen. Du könntest nicht einfach abhauen. Das ist dein Betrieb. Du schließt ja nicht deinen Betrieb einfach, sondern du bemühst dich einfach, dass es besser läuft. Und das würden aber alle anderen auch machen, wenn der Betrieb ihnen gehören würde. Das heißt, wenn der Betrieb ihnen nicht gehört, warum sollen sie sich anstrengen? Du selber in deiner hohen Position sagst ja, mir gehört der Betrieb nicht. Wenn ich nicht genug verdiene, verpisse ich mich. Das heißt, Selbst wenn das es ist mein schon, das heißt, selbst du hast schon ein falsches Mindset für einen demokratischen Betrieb. Selbst wenn es mein eigener Betrieb wäre, warum sollte ich nicht einfach sagen, ja, scheiß drauf, dass mein Betrieb ist, ich gebe den auf, gehe woanders hin, wo es mir besser geht. Kannst du ja auch machen, aber warum solltest du das tun? Ja, warum? So. Einfach, weil es objektiv besser ist. Ich treffe doch nicht meine Erfahrungen auf Emotionen, meine Entscheidungen, sondern einfach auf das, was für mich persönlich besser ist. Ach so, ja, okay, aber dann willst du keinen Betrieb führen halt. Okay, musst du ja nicht. Also, Aber dann ich ist ein habe schon. demokratischer Betrieb nichts für dich. So, nach der Ehrlich, Idee. ja, ich halte es halt für unlogisch. Also, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich selbstständig mache. Wegen meinem Führungszeugnis und meiner Vorgeschichte. Eigentlich wollte ich Kochlehrer werden, aber das kann ich komplett vergessen. Aber dann möchte ich halt Leute aus meinem Umfeld aufziehen, also ausbilden, denen eine Chance geben, denen zu zeigen, dass man Arschloch sein muss und selber, um was zu erreichen. Weil ich denke, so kann ich aus linker Sicht viel mehr erreichen, diesen Leuten eine Chance zu geben, in der Welt klarzukommen, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, so reden, reden, reden. Machen ist halt das, was es braucht in der Gesellschaft. Aber du glaubst, dass du nichts machen könntest, wenn diese Leute irgendwie mit dir gleichberechtigt wären, wenn du zum Beispiel deinen Betrieb, den du aufbaust, mit vier anderen Leuten aufbaust, die auch mit in den Betrieb investieren und ihr gründet den Betrieb gemeinsam, die vielleicht auch schon Erfahrung haben und dann macht ihr einfach sozusagen euren Betrieb miteinander und dann hast du diese ganzen Probleme nicht. Dann arbeitet ihr alle miteinander für euren Betrieb und das ist diese andere Option, die gibt es auch. Das ist Ja, wie. das. Und da heißt ja nicht, dass nichts gemacht wird. Ganz im Gegenteil, es wird sogar mehr gemacht, glaube ich. Also ich glaube, in so einem Betrieb, der
Ja, kann durchaus sehr viel effizienter arbeiten. Das kann schon sein, nur ich denke mir halt, es kommt auch immer darauf an, was man für Leute hat. Gerade in der Genau. Gastro gibt es extrem viele Gestalten, die, was ich schon alles gesehen habe, von Leuten, die nicht die eine Soße kochen, in denen die einfach Gemüse in den Topf werfen, Wasser rein und Soßenpulver reinmachen. Von Leuten, die sich nicht die Hände waschen nach dem Toilettengang und was auch immer. Wenn die alle, du brauchst erstmal vernünftige Leute, damit du überhaupt was demokratisch führen kannst. Und wenn Ja. man das jetzt probieren würde, generell zu machen, würden nicht so normalen Leute auf der Strecke bleiben, weil die will ja dann keiner in seinen demokratischen Betrieb aufnehmen. Verstehst du, was ich meine? Pass auf. Was ist, wenn du, sagen wir, 5 Leute brauchst für dein Unternehmen, ja? Was ist, wenn du Ja. noch 4 Bronies findest? Also Leute, die sozusagen genauso kompetent sind wie du, auch so eingestellt sind wie du, ihr denkt alle miteinander. Wir arbeiten zusammen, halten zusammen, sind einfach eine Front miteinander, wir teilen alles, besprechen alles. Das ist, glaube ich, ihr wärt extrem effizient, findest du nicht? Ja, schon, aber das muss man erstmal finden. Jemanden, der so Aber, Alpha na, ist, ja. so gesehen eben nicht, weil ich kann halt nur die Küche, ich kann den Service nicht. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, das lerne ich ja gerade erst bei Meister und alles, Finanzen und so. Es wird jetzt nicht klappen. Ich weiß ja selber, dass ich nicht perfekt bin. Ja, na klar, aber ich meinte nicht auch, dass sie genauso gleich sind wie du, sondern der eine kann halt Buchhaltung, so als ein Special. Der nächste kann, du kannst gut kochen, der nächste kann gut Cocktails machen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, aber so, ihr habt verschiedene Kompetenzen und wenn die aber alle ineinander greifen, dann seid ihr ein perfekter Betrieb, verstehst du, was ich meine? Dann gibt es alle Das Kompetenzen und ja. wird klappen, aber ich denke nicht, dass jeder Mensch, wie zum Beispiel ich, das Bock hat, 12, 13 Stunden zu arbeiten, weil es einfach Spaß macht. Oder verstehst du, was ich meine? Wie? Wieso? Wie meinst du? Also, jeder Mensch ist ja anders. Die einen, die sind von der Natur aus fleißiger als die anderen. Okay. Und, Aber du könntest ja auch, du hast ja auch Burnout-Probleme, hast du gesagt. Du kannst ja auch weniger arbeiten. ja, ich sag's aber so. Ich habe vielleicht mal alle 2, 3, 4 Jahre eine Burnout-Therapie, aber verdiene so viel, dass ich es mir leisten kann. Also lohnt sich's doch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kenne diesen de demokratischen Betrieb aus Hamburg. Das ist Okay. diese Plewa GmbH. Ja. Das sind einfach Leute, die da draußen zu dritt einen, wie sagt man, ein Handwerkskollektiv haben. Und die Okay. haben sich alle bestimmt, sie haben beim gleichen Lohn nur 30 Stunden die Woche. Das Die ist geil. haben sich einfach die Arbeitszeit gekürzt, haben gesagt, wir verdienen weiterhin, ich glaube, 2.000 € pro Person war das. Und die arbeiten nur 30 Stunden und haben sich dann sogar noch überlegt, nach einer Zeit, wo sie gesehen haben, wie cool das ist, haben sie sich so gedacht, wir werden die Zeit, die uns jetzt übrig geblieben ist, dafür zu investieren, dass wir so Leuten helfen, die sich sowas nicht leisten können. Das heißt, sie helfen so in der Community. Sie gehen einfach herum und sagen einfach so, okay, wer braucht unsere Hilfe? Machen wir gratis. Einfach als gute Tat, so einmal im Monat oder was. Weißt du, was ich meine? Ja, Und finde ich cool. Also sowas könntet ihr doch also machen. Sowas könntest du auch machen. ich denke ja nicht, dass demokratische Betriebe an sich selber was Schlechtes sind. Ich denke halt nur, das ist ein Einzelfall, was sich niemals als Ersatz für normale Betriebe durchsetzen würde. Das ist halt so eher meine Ansicht. Warum Es kann nicht? bestimmt klappen, Warum nicht? weil es halt die Menschen zu unterschiedlich sind und man müsste erstmal die Menschen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte dazu trimmen, dass die überhaupt darauf die Einstellung bekommen, weil dieses Konkurrenzdenken und die Einstellung gar nicht klappt und viele wissen auch gar nichts damit anzufangen. Ist jetzt, also vielleicht, wenn man es ganz langsam machen würde, vielleicht dann, aber wenn man es jetzt einfach sagen würde, alles wird ein demokratisches Betrieb, wird die ganze Wirtschaft zusammenbrechen, denke ich. Ach so, das glaube ich nicht, dass das passieren würde, aber das ist ja auch egal, darum geht es nicht, weil es geht darum, du hast es verstanden.
Und es gibt viele andere Menschen, die es verstanden haben. Wie gesagt, Deutschland hat irgendwie, keine Ahnung, hunderte Kollektivbetriebe. So, ich hab da mal eine Liste immer wieder geshared. So, Deutschland hat hunderte Kollektivbetriebe. Es haben schon viele Menschen verstanden. Der Punkt ist einfach, es gibt auch hier viele Menschen im Chat, die einfach sagen, wir haben es verstanden. Wir checken, wie das geht. So, ja. Du könntest ja auch bei uns am Discord Menschen suchen aus deiner Gegend und sie einfach fragen, yo, will jemand mit mir so ein Ding aufmachen? Vielleicht findet sich ja jemand, vielleicht findest du nicht so viele, wie viel du brauchst, aber es reicht schon mal, wenn du ein, zwei Leute findest. Weißt du, was ich meine? Also Und so weiter und so ganze fort. mehr. So, es geht eben darum, dass dieses Mindset sich weiterentwickelt. Ich habe über demokratische Betriebe vor 2 Jahren auch noch nichts gewusst. Wenn du mich gefragt hättest vor 2 Jahren über demokratische Betriebe, ich habe nichts darüber gewusst. Jetzt setze ich mich dafür ein. Bei dir ist das Gleiche. Du hast auch nichts davon gewusst. Ich glaube, die meisten Leute hier im Chat haben nichts davon gewusst. Jetzt wissen sie das und denken einfach, so viele denken so, das ist actually cool. Weißt du? Und ich glaube nicht, dass es Jahrzehnte braucht, um Menschen umzuerziehen, wie du das sagst. Ich glaube, es gibt schon sehr viele Menschen, die schon so sind, denen die Konkurrenz am Sack geht, genauso wie dir. Und die sich einfach denken, ich würde actually irgendwas Sinnvolleres machen wollen. Und ja, das ist gut. Ich denke es halt so jetzt persönlich, denn generell, ich habe nichts gegen demokratische Betriebe. Ich denke auch, es könnte klappen in Einzelfällen, aber ich frage mich jetzt halt auch, was da jetzt zum Beispiel schlimm ist. Also, dass wir gegen große DAX-Unternehmen sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber was daran jetzt so schlimm ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich habe jetzt lang genug dafür gearbeitet, ich habe mir Geld beiseite gespart, ich mache mir jetzt ein Restaurant auf mit zum Beispiel einem Freund oder einem Bruder, der den Service macht, ich mache die Küche, vielleicht noch mit einer Freundin, die das Ding macht und dann stellen wir jemanden an, um, damit wir auch selbst daraus Geld verdienen, weil wir haben ja auch jahrelang dafür gearbeitet, uns gebildet und wenn wir die halt dann auch halbwegs fair bezahlen. Ich fände jetzt fair für eine Putzhilfe, sage ich, 13 Euro die Stunde. Oder dann halt das, ob was daran dann halt so verwerflich wäre. Ja, finde ich nicht, muss nicht sein. Also das wäre schon in Ordnung, wenn du irgendwie so mit deinen Freunden da das aufgebaut hast, ja, und ihr seid alle demokratisch miteinander und dann stellst du dir extra noch eine Putzhilfe an. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Das kann schon in Ordnung sein. Oder ich meine generell Service, wenn man es allein aufbaut. Ich muss ja sagen, meine jetzigen Chefs, die zahlen halt auch wirklich fair und je mehr wir, je größer wir werden, umso mehr Gehalt kriegt man auch. Also da muss ich sagen, die Vorgeschichte, mein Ex-Chef, der war ein großer Manager, da hat der mehr rausbekommen als jetzt, wollte halt nicht so ein Arschloch werden und hat dann halt einen Betrieb aufgemacht. Und das ist halt wirklich ein sehr sozialer Betrieb, wo die Leute auch faire Gehälter verdienen. Natürlich kriegt er auch Geld raus, aber es ist ja auch, er hat ja auch rein investiert und er arbeitet teilweise 19 Stunden am Tag. Das darf man halt nicht vergessen, das ist bei vielen Selbstständigen so. Und wenn der jetzt sowas hört wie, dass Kapitalisten, was er in dem Fall ist, alles Ausbeuter sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es den ziemlich ärgert. Verstehst du, was ich meine? Und das wird mich auch ärgern. Und das ist halt das, was mich gerade an diesem ganzen Thema ärgert, weil es wird viel zu viel auch auf diese kleinen Unternehmen, die halt auch nichts Verwerfliches machen, auch immer mit reingezogen, obwohl die nichts mit diesen großen DAX-Unternehmen zu tun haben. Das ist klar, aber ich denke, gerade die haben die Chance, die Dinge zu verändern. Die DAX-Konzerne werden es nicht machen, weißt du? Und ich finde es auch falsch. Also ich würd nicht sagen, dass so kleine Unternehmen, ich werde nicht irgendwie die Unternehmen, die klein sind, das habe ich auch tausendmal gesagt, ich werde nicht die irgendwie Kapitalisten schimpfen oder so. Ja? Und herumlaufen und sagen, ihr seid alle scheiß Kapitalisten und so. Das mache ich ja auch nicht. Mir ist schon klar, dass Selbstständige, keine Ahnung, die sehr gefickt sind eigentlich. So. Ja, aber dort ist eben genau das Potenzial, wo man was ändern kann, wo man sagen kann, ich mach's anders. Muss man Ja. nicht. Also wenn du das nicht so willst, dann mein Gott, dann mach's halt nicht. Aber ich glaube, es hat Vorteile. Ich denke halt, ich könnte viel mehr erreichen, wenn ich jetzt Leuten aus sozialen schwachen Familien, zum Beispiel, wo die keine Perspektive hatten, ausbilde, alles beibringe, damit die dann selber die Chance haben, was zu erreichen. Ist cool. Und
Also vielleicht sind wir auch anderer Ansichten, jeder will es auf einem anderen Weg erreichen. Mich stört ja am Kapitalismus nicht der Kapitalismus, sondern die Chancengleichheit. Vielleicht haben wir da auch ein anderes Problem mit dem Kapitalismus. Du Ich finde meinst, das es gibt aus. keine Chancengleichheit, ja. Ja, nö, gibt es auch nicht. Also die Leute, die mit Geld haben, die werden immer oben. Egal wie gut ich bin und wie stark ich arbeite, ich werde niemals ganz nach oben kommen. Das ist mir schon lange klar. Ja. Aber es ist auch für einen Sonderschüler möglich, so seine 3 netto rauszubekommen. Wenn man seine Gesundheit ein bisschen bereit ist zu schädigen teilweise oder sich sehr anstrengt, sage ich es mal so. Zu welchem Zweck das alles ist die Frage. Why would Ja. I? Warum sollte man sowas machen? Ja, was soll man da? Weil man nicht in Armut leben will? Na gut, aber du musst ja jetzt nicht gleich in Armut leben. Es gibt, keine Ahnung, Wege. So, was ist Armut? So, keine Ahnung, wenn du deine 1500 machst, aber vielleicht dafür weniger arbeitest, ist das ja auch nicht schlecht. Lebst ja nicht in Armut mit 1500, oder? Wo allein meine Gerichtskosten monatlich sind gerade 400 € im Monat, das wäre schon ein bisschen knapp für mich. Okay, das ist was anderes. Dann hast du irgendwelche Kosten, okay, dann hast du keine Wahl, ja. Aber ja, und dann frage ich mich Ist auch eine in spezielle demokratischen Frage, Be ja, in demokratischen es gibt viele Leute, gerade aus sozial schwachen Familien, Umfeldern. Stell dir vor, du hast kein Geld für ein Bahnticket, musst aber zur Arbeit, also musst du schwarz fahren. Wenn du zu oft beim Schwarzfahren erwischt wirst, kriegst du eine Anzeige. Kannst du vielleicht in Ratenzahlung machen. So sind zum Beispiel bei mir viele Schulden, weil ich wegen Corona kein Geld hatte. Ich kenne es jetzt selber, was arm ist. Ich hatte auch teilweise kein Geld für Essen. Und dann ist es halt so, zahlst du die Raten nicht, musst du in Haft. Also es gibt schon genug Leute, die gezwungen sind, für Geld mehr Geld zu verdienen, als sie eigentlich bekommen. Ja, das ist ein sehr spezieller Fall, den du da hast, ja. Dass du laufende Kosten hast, die einfach dich, ja, in Probleme bringen. Ja, aber Schwarzfahren ist generell so ein Thema. Das ist, da sind einfach nur die Ärmsten für die Ärmsten betroffen, aber ist doch was Ja, anderes jetzt. leider ja. Ich finde, ÖPNV sollte sowieso gratis sein. So, das wäre das Ja. Sinnvollste. Ja, für alle, gratis, fertig. Ja, vielleicht, wenn du so ab 2000 verdienst, musst du Ticket zahlen. Aber sonst drunter soll es gratis sein, auf jeden Fall. Dann würde ich einfach immer noch schwarz fahren. Nein, okay. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn jetzt im demokratischen Betrieb, da verdienen ja die meisten Leute mehr, vielleicht nicht die oben, aber im normalen Betrieb. Es gibt niemanden oben, aber ja. Ja. Eben. Und die Leute verdienen halt mehr Geld und haben dann am Ende des Monats, können sich ein gutes Vermögen anhäufen. Aber wenn sie dann erben, ist es dann nicht aus linker Sicht auch wieder sowas, dass die Chancengleichheit kaputt macht, wenn die das Geld dann später vererben, was sie durch den demokratischen Betrieb einnehmen. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ist aber ein anderes Problem. Da müssen wir uns fragen, was darf vererbt werden, was nicht, bis wohin dürfen wir vererben, bis wohin nicht, ab wo macht es keinen Sinn mehr. Ich schaue, ich sehe zum Beispiel kein Problem, wenn irgendwie jetzt so, keine Ahnung, so du ein Haus hast und das vererbst du an deine Kinder. Das ist jetzt so, mein Gott, alles in Ordnung. Wenn du irgendwie einen Betrieb hast, so demokratisch, und dann führen den deine Kinder weiter, das ist alles in Ordnung. Da gibt es kein Ding. Wenn du aber jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, so reich bist, dass du 20 Wohnungen besitzt, die du vermietest, und das erben deine Kinder, das finde ich nicht in Ordnung. Das würde ich unterbinden. Das geht so nicht. Da muss man aber auch sagen, wer 20 Häuser hat, der hat sich's wahrscheinlich nicht selber erarbeitet. Das Ja, klar. Klar. Aber vielleicht hat es. Ja, klar. Aber weißt du, was ich meine? ja, klar. So. Da wäre ich dagegen. Aber dagegen, dass du einfach deine Wohnung an deine Kinder vererbst, mein Gott, ist alles in Ordnung. Da bin ich nicht dagegen. Und das ist eben die Frage, aber das muss man diskutieren. Ab wann ist die Erbschaft in Ordnung? Bis wann ist die Erbschaft in Ordnung? Ab wann nicht mehr in Ordnung? Und so. Ja. Ist Und ja, die Frage. Aber wenn man einen demokratischen Betrieb an seine Kinder vererbt und die dann demokratisch den weiterführen, mit anderen demokratisch, dann ist es eigentlich kein Problem. Du hast praktisch deine Position im Betrieb vererbt. Das ist doch super.
Generell Betriebe vererben, so Kleinbetriebe finde ich jetzt auch nicht das Problem, weil Ja, selbst wenn man es jetzt übernimmt, um einen Betrieb zu führen, muss man einiges können. Das ist auch inzwischen Gastronomie kann sich jeder aufbauen. Man braucht nicht mal große Schulden machen, weil es genug Vereinsheime gibt, die einem schon eine Küche und alles stellen. so, ich weiß nicht, ich glaube, Problem sind solche, wie heißen diese BMW-Erben, ja? Die Quants. Die sind ein Problem. So. Wobei, Die erben ich da weiß, einfach unglaublich viel Geld, verdienen irgendwie was jährlich, weiß nicht, 1 Milliarde, Millionen, keine Ahnung, extrem viel verdienen sie. Für was? Dass sie erben sind. Sie tun nichts, weißt du? also, ich würde es denen ja gönnen. Das Problem ist halt, dass andere Leute dafür natürlich dann gar nichts mehr übrig haben. Dass, wenn jetzt alle, es allen gut gehen würden und dann jemand so viel erben würde, dann, meine Güte, das würde mich nicht jucken. Ja, ich würde auch sich das ganze Thema, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was habe. Ja, aber wegen dem demokratischen Betrieb kommen wir vielleicht dorthin zurück. So, dein Experiment war zum Scheitern verurteilt. Also Natürlich so. das. Ja, das ist ein bisschen so. Hey, ich gebe euch Demokratie. Ihr seid zu dumm, fickt euch. Okay, kann man machen. Aber da ist nicht die Demokratie und die Natur des Menschen schuld, sondern das Experiment ist halt so zum Scheitern verurteilt. Ja. Weil Menschen irgendwo einsperren und dann einfach sagen, so macht es Demokratie. Und dann funktioniert es nicht. So, ja, siehst du, funktioniert ja gar nicht. Ja, eh nicht, weil sie eingesperrt sind. Meine größte Angst ist halt, dass die Leute dann einfach so denken, ja, die billige Arbeit kann jemand anderes machen. Und halt, dass wenn fünf Idioten abstimmen und einer schlau ist, die fünf Idioten trotzdem recht haben werden. In so einem demokratischen. Ja, aber du gründest ja einen demokratischen Betrieb normalerweise nicht mit Idioten. Ja, Oder eben. das sollte nicht so sein, sondern die Leute sollten irgendwo verstehen, um was es geht, weil sonst funktioniert das ja nicht. Aber ich denke ja aufs große Ganze, wenn man jetzt generell sagen würde, alles wird demokratisch. Jetzt überleg mal, wie viele Leute haben die Grüne gewählt, wie viele haben die CDU und wie viele haben die FDP gewählt. Das sind alles. Und dann kann man sich schon hochrechnen, wie viele der Menschen Idioten sind. Verstehst du, was ich meine? Okay, aber der Punkt ist jetzt, warum haben die so gewählt, wie sie gewählt haben? Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Meinung dazu sagen würde, würde ich wieder gecancelt werden. Okay, aber ich meine, okay, dann sage ich es vielleicht. Schau mal, ob du zustimmst. Also sie haben so gewählt, weil sie wahrscheinlich irgendwie beeinflusst wurden von Medien. Social Media oder Medienkanälen oder was auch immer. Also so, es gab irgendeine Art Influenz, mediale Influenz, und danach haben sie sich entschieden, was sie da wählen. Wie das Heißt, ZDF? Bei den Grünen zumindest. ja, zum Beispiel, kann durchaus sein. Also können öffentlich-rechtliche oder private sein, können Social Media Kanäle sein, also Bubbles, in denen du bist, können YouTuber sein, Twitch-Streamer, es können verschiedene Leute sein, TikTok-Creator. So, man geht davon aus, dass die FDP zum Beispiel deswegen so gut gewählt wurde, weil es auf Twitch Leute gab, die die FDP vertreten haben, und auf TikTok. Und dass das sehr viele Jungwähler gerade zur FDP gebracht hat. Ja? Das Hast heißt, du. ja, da muss man halt verstehen, was für eine Einflussnahme geübt wird. Ja. Das Video gesehen, wo Lindner Autogrammstunde gegeben hat? Ich habe das irgendwo auf YouTube mal gesehen, das war voll lustig. Glaube ich, kenne ich nicht. Ja. Es waren alles solche richtigen, gefühlt 20-jährigen deutschen Lappen in Anzügen, die so richtig wie solche BWL-Studenten aussahen. Das war mega lustig. Ja, lauter Justus, ja. Ja. Ja, lauter BWL-Justi, ja, voll. Ja, das kenne ich, ich glaube, das war in Hamburg, oder? Ist das dieses Video? Wo sie am Das Meer, kann wo sie sein. so am Meer stehen, wo er so eine Rede Ja. hält. Ja, ist es das? Ja, Ja. Mann, das kenne ich, das kenne ich. Da stehen sie irgendwie am Meer oder am See oder am Fluss, ich weiß nicht, ich glaube, das war in Hamburg. Und ja, das kenne ich. Das sind lauter Justi, ja. Das ist total lustig, voll. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, ich glaube, wir haben uns das sogar hier angeschaut. So, Das ich mir kann gedacht sein. habe, holy shit, Alter, was sind das für Leute? What the fuck is going on? So, und ja, das ist ja genauso wie mit Krypto. Diese ganzen Krypto-Bros, ja. Die verstehen ja auch nicht, was da passiert, finde ich. So, sie kennen sich aus mit Kryptos, aber sie verstehen die Philosophie und die Politik von Kryptos nicht. So, und darüber klärt sie niemand auf.
Das ist das Problem. Wenn du eine funktionierende Demokratie willst, musst du den Menschen Zugang zu Bildung geben und musst du den Menschen Zugang zu Erkenntnis geben, die wertvoll ist und die nicht Propaganda ist, sondern wirklich Aufklärung. Und erst dann kann Demokratie richtig gut funktionieren. Aber das ganze Schulsystem ist ja schon Dreck. Absolut. Wenn ich sehe, dass irgendwelche Lehrer zu den Schülern sagen, mir übrigens auch, ja, aus dir wird eh nichts, braucht man sich nicht wundern, dass aus den Leuten nichts wird. Das Schulsystem, finde ich, arbeitet hart gegen Demokratie. Das ist echt ein Problem. Ja, absolut. Ja, aber das ist ja das. Das ist ja das. Das System Warte erhält mal sich kurz. selbst, weißt du? Okay, es lebt noch. Okay. Ja, das ist irgendwie so. Das ist irgendwie so. Das ganze System erhält sich, indem es Menschen einfach, die neu dazukommen, einfach immer indoktriniert mit Schulen und mit Medien und mit allen möglichen so, ja. Die Natur des Menschen, es gibt keine Alternative, wir müssen alle X, wir müssen alle Y. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Und genau deswegen gibt es meinen Kanal, weil ich versuche, das irgendwie aufzuheben und zu sagen einfach so, yo, man hat euch ein bisschen verarscht, weißt du? Die Dinge sind ein bisschen komplizierter als das. So einfach ist das Leben nicht. Gibt es viel mehr. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Aufklärung in der Gesellschaft. Und erst wenn es die gibt, dann haben wir wirklich so richtig Demokratie. Weißt du, was ich meine? Ja, momentan ist es halt so, man muss entweder man ist der Gefickte oder man fickt andere. Also oft. Nicht jeder hat ja die Möglichkeit mit demokratischen Betrieben, weil man braucht erstmal die vernünftigen Leute dafür. Ja, im Und da, Kapitalismus fickt jeder oder wird gefickt. Ja, so ist es. Ja, da bin ich doch richtig. lieber der, die anderen fickt, als selber gefickt zu werden. Verstehst du meine Meinung? Also Absolut. Kann ich ich nachvollziehen. verurteile jetzt Ja. niemanden. Genau. Kann ich nachvollziehen, ja klar. Also wenn die einzige Wahl, die ich habe, ich werde gefickt oder ich ficke andere ist, dann natürlich ficke ich andere, statt dass ich gefickt werde. Was soll der Scheiß? Aber das ist natürlich logisch. Aber es gibt eben eine dritte Variante. Ich ficke niemanden und werde von niemandem gefickt. Das ist Weißt du, die. was das Ding ist? Selbst durch den dritten Satz werden jetzt diese Lappen von Kirsche und was weiß auch immer das so aus dem Kontext schreiben, dass es so heißt, du fickst lieber andere. Ach so, ja, aber das ist Sorry, ja. das musste jetzt raus. Ja, aber das ist ja lost. Das ist ja. Weißt du, Leute, die so etwas machen, müssen verstehen, dass sie sich damit ihre eigene Unglaubwürdigkeit zurechtschaufeln. Weil, wenn du mich jetzt aus dem Kontext schneidest und zeigst, dass ich sowas gesagt habe, dann kannst du dir sicher sein, dass wenn du ein bisschen Reichweite hast, mache ich ein Reaction-Video darauf, wie lost du bist, wie du mich immer aus dem Kontext schneidest. Das heißt, Aber stimmt. ich nehme immer deinen Clip und dann zeige ich, was wirklich gesagt wurde. Und dann schaue ich mir an, wie lange du noch dastehst, wenn du sowas versuchst. Das Schlimmste ist, mir Weißt ist du? aufgefallen, jemand hat da unter dem letzten Video, wo wir geguckt haben, da reingeschrieben, ich sage jetzt keinen Namen, aber wer den Stream kennt, wird wissen, wer es war, geschrieben, ich muss mal Jack sagen, er soll meine Nummer löschen. Das Aha, Lustige war, ja. ich habe niemanden auf Discord meine Nummer gegeben. Also. Ach so, ja, es werden so Sachen erfunden über dich, meinst du? So, die nichts mit dir zu tun haben. So, Ja. ich kenne das, das lese ich ja auch immer wieder über mich. So, ja, Wind steht für das und das. Und dann stehe ich da und denke mir so, what the fuck, das habe ich doch noch nie gesagt. Wie kommt man auf so einen dummen Scheiß? Das ist doch vollkommen lost. So was? Ja, aber sowas ist normal. Also, wenn du ein bisschen Reichweite hast und dann passiert dir das die ganze Zeit, dass Leute dich einfach aus dem Kontext reißen, dich permanent falsch darstellen. Pff, damit muss man halt leben, so ist das halt. Ich fände halt so generell auch hier in dieser Bubble so ein bisschen cooler, wenn man halt gegen Großunternehmen zu bashen, finde ich immer based. Kann keiner leiden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Leute was selber sich erarbeitet haben, ich habe mir zum Beispiel meine Kochskills erarbeitet, du hast dir eine Community erarbeitet, Quaisänger hat sich seine breiten Oberarme erarbeitet, dass man halt sowas respektiert. Wer Aber hat es mir sehr oft breite Oberarme? Quaisänger. Aha, okay. Auf jeden Fall verstehst du, worauf ich hinaus will. Jeder Ich habe oft arbeitet das sich Gefühl, etwas, dass okay. sehr viel auf Neid basiert ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel mehr Geld verdient, weil er mehr gearbeitet hat. Und das finde ich halt immer schade, weil gerade diese kleinen Unternehmen, die mittelständigen und die armen, wir sind ja alle, werden ja alle gefickt von den Reichen sozusagen.
Aber das sind letzten Endes die, die keine Steuern zahlen, weil der Staat Angst hat, dass die dann einfach das Land verlassen. Den Du. Staat unter den Druck stellen. Ich weiß zum Beispiel bei Daimler, das wollte von denen irgendwas wegen Steuern. Ein Bekannter von mir hat da mal gearbeitet und Daimler hat einfach gesagt, ja, okay, dann kündigen wir halt so und so viele Leute und dann hat die Stadt gesagt, ja, okay, dann lassen wir es einfach. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und die können sich es halt erlauben, weil die so viel Macht haben. Und das ist ja das Problem, wenn die alle ihre Steuern zahlen würden, wäre für uns alle genug übrig. Ja. Oder wenn wir alle diese Betriebe besitzen würden, diese großen Konzerne, ja, wäre noch besser. Ja. Wäre super, wäre die Gesellschaft gerechter. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ja, dass Leute Scheiße über dich reden oder dich aus dem Kontext schneiden und so weiter, das ist ja genau dieser gleiche Konkurrenzgedanke, über den wir sprechen. Das ist ja genau dieses Mindset des Konkurrenzdenkens, ja. So, wow, ich zerstöre den anderen, ich mache den anderen fertig, ich muss jetzt Krieg führen gegen den anderen. Und Leute verstehen oft nicht so, Erwin, warum machst du bei diesen Beefs mit? Du hast doch alles verstanden. Ja? Du hast doch verstanden, dass das dumme Konkurrenz ist, die absolut keinen Sinn macht und bla 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 irgendwas. Ja, aber ich zeige das nur genau aus dem Grund, um über dieses Konkurrenzdenken aufzuklären. Um zu sagen, wie das funktioniert. Wie funktioniert denn dieses? Ich gehöre zu einer Bubble einfach, damit ich stärker bin, weil alleine taug ich nicht genug, um draußen zu stehen. Deswegen schließe ich mich irgendwelchen Leuten an, zusammen sind wir stärker. Oder so, ich muss den anderen Streamer fertig machen, weil er ist einer anderen Meinung, ich muss den canceln und so. Für was? So, weißt du? Und der Punkt ist einfach, das ist der Grund, also das ist das, was ich hier auf Dings, ja. Aber generell, das nimmt doch jetzt inzwischen keiner mehr ernst. Ich meine, ich verstehe halt nicht, wie man so lost sein kann, gegen einen Troll zu schießen, der sogar offen zugibt, dass er ein Troll ist. Also schön noch Aufmerksamkeit geben, das ist halt. Also ich finde es lustig. Ich bin ehrlich, wenn ich sehe, dass jemand sich irgendwie über mich abfällt, sitzt daheim und schiebt Lachflash. Wenn jemand was? Wenn jemand sich über dich aufregt, oder was hast du gesagt? Ja, Ja, oder ja. ich irgendwo lese, dass irgendwas über mich steht, wo ich irgendwie Scheiß über mich geschrieben wird und sich Ach die Leute so. aufregen. Ich lache darüber, weil ich es halt einfach lustig finde. Weil genau das will ja ein Troll erreichen. Also jetzt troll ich nicht, wenn ich mit dir rede, aber so generell, weißt du. Du, schau, das Ding ist jetzt, dir ist es egal, weil du halt nicht dein Hauptpunkt ist, dass du Content Creator bist im Internet. Das heißt, wie würde es dir gehen, wenn zum Beispiel andere Köche in der Community der Köche oder in dieser Branche verbreiten würden, dass du unzuverlässig bist oder dass du jemand bist, der seine Arbeitgeber bescheißt oder dass du jemand bist, der seine Arbeiter misshandelt oder wenn man dir, weißt du, wovon ich rede? Was würde passieren, wenn man deinen Ruf in deiner Branche versucht kaputt zu machen? Ich würde austicken, da bin ich ehrlich. Ja, siehst du. Und das ist der Punkt für mich als Content Creator, der öffentlich ist im Netz. Für mich ist das natürlich Rufschädigung, was sie da betreiben. Das ist natürlich, wenn sie solche Sachen über mich erzählen, du sagst so, mir ist das wurscht, was man über mich auf Internet, ja, weil das nicht dich betrifft. Mich betrifft das aber, es betrifft meine Arbeit, es betrifft das, was ich hier aufbaue, sozusagen, weißt du? Und ich sehe das anders. Für dich ist einfach so, wenn jetzt jemand draußen erzählen würde, Erwin ist ein schlechter Koch, würde ich auch sagen, ich gebe keinen Fick darauf, weißt du? Ist mir doch egal. Ich koche nicht. Ich mache Content. So, weißt du, was ich meine? So muss Es man kommt das ein halt auch immer bisschen drauf sehen. an, wer das labert. Weil gerade diese, sage ich mal, ex-woke Community, die haben ja alle keine Relevanz. Es ist ja was. Es sind ja alles Leute, die eh keiner kennt. Deswegen, wenn jetzt ein Gast irgendeine Scheiße über mich labert, rege ich mich kurz auf und denke mir, ja, scheiß drauf, der hat eh keine Relevanz. Verstehst du, was ich meine? Das triggert doch nur, wenn es jemand etwas größer ist. Ja, klar. Na, ich werde ja auch angegriffen, nicht nur von Kleinen. Also, so ist das nicht. Aber ist das nicht eigentlich finanziell sogar positiv, weil du wieder Aufmerksamkeit bekommst, oder? Ja, theoretisch. Praktisch aber ist das schwierig, weil im Endeffekt schadet es mehr, als es nützt. Ja, Ich verstehe halt nur eine Sache nicht.
Wahrscheinlich willst du das gar nicht jetzt darüber reden. Ich frage dich einfach mal, was mich interessiert. Ich bin auch befreundet mit jemandem. Ich sage jetzt bewusst den Namen nicht. Der ist auch ein YouTuber. Zwar größer, aber ich habe den mal gefragt und ich kenne halt auch seine Einnahmen. Er macht nicht mehr Klicks als du. Dann haben wir uns dein Social Blade mal angeschaut, so einfach aus Interesse. Und mich interessiert halt, warum das bei dir so viel niedriger ist. Weil Ich weiß nicht, Social was Blade, ist das so viel niedriger? Um was geht's? Ich weiß nicht, sagen wir, wie viel der verdient. einfach YouTube-Einnahmen, was halt Social Blade sagt, was man so ungefähr verdienen würde. Ach so, du meinst, warum ich auf YouTube, was ich gesagt habe, wie viel ich auf YouTube verdiene, warum ich so wenig verdiene? Oder Ja, was? was du die Statistiken verdient. Ja, und Ach dann habe ich mal im so, weil Vergleich es mit um anderen den, weil es geguckt, weil um man kann das hier diesen, nachgucken. weil es um diesen, Scheiße, wie heißt der? QTC? Okay. Oder wie heißt das? CPU? Na, es gibt so ein Wert, Okay. der bestimmt sozusagen, wie viel Geld du pro Werbung bekommst. Das ist ein CPM heißt das, oder Ah ja, genau. ja, ich weiß nicht, und RPM, ja, da gibt es diese Dings, und das ist bei jedem Kanal anders. Das heißt, ein Kanal hat extrem hohe Werte, weil man sagt, der ist extrem werbefreundlich und der verdient dann mehr. Und dann gibt es Kanäle wie meinen, weißt du, ich rede einfach über Kinderarbeit, Kapitalismus, Ausbeutung, Nazis. Ich bin nicht gerade werbefreundlich, weißt du, was ich meine? So, ich rede die ganze Zeit über extrem fucking schwierige Themen. Und deswegen stufen sie mich viel niedriger ein. Alter, ich hätte das Deswegen ist kein. das zum Beispiel auch so, bei mir ist es zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal, wenn ich ein Video hochlade, damit ich es überhaupt monetarisieren kann, muss ich eine Woche lang warten. Okay. Wegen den fucking Themen, die ich bespreche, weil meine Themen halt so kontrovers sind. Ja? Sobald ich das irgendwie so in irgendeiner Form hochlade, macht er sofort so demonetarisiert, automatisch. Und ich muss dann manuell überprüfen lassen und einfach sagen, Leute, ich sitze einfach nur in diesem Video da und rede, Bro. Das kann doch nicht sein, dass du das demonetarisierst. Und dann schicke ich das zur Überprüfung und das dauert dann seine 5, 6 Tage und dann sagen sie, okay, ja, nein, das Video ist okay. Aber trotzdem, du redest über sehr problematische Themen, deswegen kriegst du nicht so viel. Weißt du? Und Alter. deswegen finde ich immer diese Leute lustig, die sagen, ah, Erwin provoziert ja nur wegen Geld. So, ja klar, Mann, weil man ja so viel mit Kapitalismuskritik verdient. Klar, Bro. So, ja, sehr Ja, man, intelligent. vor allem man kann das hier öffentlich einschauen. Was? Also, man kann ja inzwischen öffentlich einschauen mit einer leichten Schwankung, was man so ungefähr rausbekommen würde. Ja, kannst du dir anschauen, ja. Und das ist halt bei anderen mit den gleichen Klicks viermal so hoch. Deswegen hat mich das halt nur gewundert. Viermal? What the fuck? Echt? Ah, es war Gaming-YouTuber, mit dem ich befreundet Ach, bin. ja, siehst du, Gaming, damit kann man fucking viel Kohle machen. Siehst du? Ja, siehst du? Das ist der Die fangen Punkt. Wo ich einen Gaming Cent an. bekomme, bekommen sie fünf. Verstehst du? Das ist das scheiß Problem. So, ja klar. Mit Gaming verdienst du mehr. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Da mit Gaming kannst du viel mehr verdienen, logisch, als wenn du darüber redest, wie Kinderarmut und Kindersklaverei existiert im Kapitalismus. Das ist nicht wirklich werbefreundlich. Ja. Genau. Ah, ich wünschte, ich hätte eine höhere diese Quote, dass ich mehr verdiene. Das wäre toll. Man macht doch einen Gaming-Kanal. Ja, lustigerweise wollte ich sowieso jetzt gamen. Ich habe mir gestern dieses Spiel geholt, Sunset Overdrive, was wir spielen wollten. Jetzt werden wir auch mal zocken, auf Das jeden dieses Fall. Punk-Spiel? Ja, diese Mischung aus einem Shooter und Tony Hawks. Ja, das werden wir jetzt auch mal hier zocken. Ich glaube, morgen werden wir das, weil ich habe heute nicht meinen Controller zum Laufen gebracht. Ich versuche meinen PlayStation-Controller an ein Windows-System zu koppeln und habe es noch nicht ganz geschafft. So, ich probiere das morgen nochmal und dann zocken wir morgen, wenn sich das ausgeht. Ja. Oh, da habe ich sogar Zeit. Der einzigste Tag der Woche, wo ich nur eine Schicht und nicht zwei schieben muss. Ja. Also ich werd versuchen. DS4, genau, ja, habe ich gesehen. Ja. Ich muss mir das mal anschauen. Ich muss das nur mal hinkriegen, dass das funktioniert und dann können wir Gaming-Streams auch machen.
Schauen wir, wie viele Leute dann noch zuschauen. Aber ich mache das bis jetzt meistens so, dass wenn ich Gaming-Streams mache, lasse ich im Hintergrund einen Vortrag von Slavoj Žižek zum Beispiel laufen oder von Sternstunde Philosophie. Das heißt, im Hintergrund hören wir uns einfach die ganze Zeit irgendwie so Vorträge an zu politischen Themen und im Vordergrund spiele ich einfach ein Spiel. Ja, das finde ich cool. So ist am besten. Spiel doch mal League of Legends, das ist auch mega funny. Die haben mir Die angeboten, für sie Community Werbung zu macht, machen. da hat man richtig Spaß. Die haben mir angeboten, Werbung für sie zu machen. Habe ich dann abgelehnt. Ja, geil. Ja, die wollten mir irgendwie so ziemlich, eigentlich ziemlich viel Geld geben, actually. Aber ich Heißt, wollte das nicht machen. ich fände das cool, wenn jemand wie du mal mitspielt, weil dann kann ich mal das Spiel spielen, ohne nach ein, zwei Wochen gebannt zu werden, weil ich mich aufrege. Dann hätte ich mal Leute, die mich nicht aufregen. Ja, na, müsste ich anschauen, müsste ich anschauen. Müsste ich anschauen. Jo, hey, ich hoffe, wir haben Okay. das gut geklärt. Danke dir für das Na klar. Gespräch. Ich Ja. sehe mal Schönen wieder, Tag ich glaube, noch. das war Ciao. unser drittes, viertes Gespräch. Viertes. Ja, ich rede immer gerne mit dir. Cool. Hau rein, mach es gut Bis und dann. denk über Ciao. Demokratie nach. Ciao. Ja, cool. So, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich kann ja gar nicht anders. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Ah, ich verwende Raid Shadow Legions mit League of Legends. Ja, richtig. Danke. Stimmt. Absolut. Ja, weil ich diese Spiele nicht kenne. Shit.